Sie fanden einen geeigneten Baum, den sie als Brücke zu dem Felsen benutzen konnten, auf dem Chomper und Ducky noch immer ausharrten. Mit vereinten Kräften schafften es Littlefoot und Spike, den Baum zu entwurzeln. Die Baumkrone landete auf der anderen Felsseite. Jetzt konnten Chomper und Ducky einfach hinüberstolzieren. Backbrücke für uns! Ja! Ja, jetzt habt ihr gerade gezeigt, wer hier groß ist! Unsere Freunde sind zwar kleiner als Rotklaue, aber sie helfen uns immer, weil sie innen drin ganz groß sind. Eilig liefen Ducky und Chomper über den Stamm. Doch der kleine Schafzahn rannte wieder zurück, um Kralle zu befreien. Chomper schaffte es tatsächlich, die schweren Felsbrocken zur Seite zu heben, zwischen denen der große Saurier eingeklemmt war. Und Kralle war endlich frei. Als Chomper und Ducky wohlbehalten auf der anderen Seite angekommen waren, schob Spike den Baum ein Stück nach vorn, sodass der Baum, der eben noch als Brücke diente, krachend in die Schlucht stürzte. Denn nur so konnten sie verhindern, dass Kralle ihnen folgte und sie doch noch fraß. Ich bin sehr froh, dass du hier bist, Spikey. Dass ihr alle hier seid. Japp, japp, japp. Ich glaube, wir wären zusammen noch fröhlicher, wenn wir an einem anderen Ort zusammen wären, zum Beispiel zu Hause. Glücklich über ihr bestandenes Abenteuer machten sich die Freunde auf den Rückweg. Plötzlich hörten sie Rotklaues Gebrüll hinter sich. Nein, Rotklaue! Schneller! Rotklaue immer dichter, gefährlich näher! Kralle auch näher? Versteckt euch! Kralle war es also doch gelungen, von dem hohen Felsen auf die andere Seite zu kommen. Die großen Saurier jagten die Kleinen. Und sie waren sehr schnell. Gerade noch rechtzeitig fanden Littlefoot und seine Freunde Zuflucht in einer Steinhöhle. Kralle nahm ihre Witterung auf, aber er verriet sie nicht. Die großen Saurier zogen wieder ab und die Freunde waren in Sicherheit. Sie sind weg? Oh, ja. Ich bin sicher, dass Kralle uns doch gerochen hat. Er hat uns nicht verraten. Und dann machten sie sich auf den Weg. Ich glaube, hier sind wir rausgekommen. Da nichts wie rein mit uns. Sie waren jetzt wieder an der Stelle bei den Steinhöhlen angekommen, wo ihr Abenteuer begonnen hatte. Kleine Nestlinge haben den Vortritt. Ja, das bin ich. Japp, japp, japp.